Rose Fröhlich, echter Patientenfall. Wie viel Zucker steckt in einer Lakritzschnecke oder in so Gummidingern? Ja, so ihr Lieben, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung und Online-Praxis. Ihr denkt dran, für den ganzen Content plus weg, damit es mehr gibt, abonnieren, je nachdem, wo ihr mich seht. Ich zeige euch jetzt eine Fragestellung einer Patientin. So habe ich es dann auch mit ihr in der Praxis gemacht oder in der Beratung gemacht. In diesem Falle war es tatsächlich auch noch in der Präsenzpraxis. Aber jetzt, es geht ja auch per Video. Und zwar hat sie die Fragestellung gehabt, wie viel Zucker in Lakritz ist. Sie isst gerne abends mal eine halbe Tüte Lakritz. Da ging es um das Thema Blutdruck, Gewichtsveränderung, Diabetesgeschichte. Und ja, Lakritz findet man irgendwie nicht so richtig was dazu. Dann haben wir uns das gemeinsam einfach mal angeguckt. Also schaut mal hier. So, ihr Lieben, also Fragestellung war, wie viel Zucker ist in einer Lakritzschnecke? Und eine Lakritzschnecke sind 4 Würfel Zucker. Und zwar sind da 10 Gramm Kohlenhydrate drin. Das heißt, ja, esse ich ein paar mehr, habe ich in dementsprechend auch mehr davon. Hier sind nochmal diese kleinen Gummitierchen, die es gibt. Auch nochmal 4 Würfel Zucker. Habt ihr eine kleine Tüte? Gibt es da immer diese kleinen Tüten Gummibärchen? Male ich jetzt mal, weil ich gerade keine da habe. Wenn ihr diese kleinen Tütchen habt, wo dann hier auch diese, ne, Gummitierchen drin sind, dann habt ihr auch 4 Würfel Zucker. Gummitiere. Und das ist der Zucker. Das heißt, nicht auf 3 Stück gesehen, sondern auf eine Tüte. Und zwar eine kleine Tüte. Das heißt, eine Lakritzschnecke, 4 Stück. Hier auch ungefähr 4 Stück. 10 Gramm Kohlenhydrate sind das jeweils. Und wenn ihr diese kleinen Gummibärchen-Tütchen habt, die es gibt, dann habt ihr auch 4 Würfel Zucker in einer. So, ihr Lieben, also habt ihr genauso viel gelernt wie die Patienten. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß und habt einen lieben Tag.